Und ich habe immer zur Schule mitgehabt Milchbrötchen mit Salami. Video. Also, ich habe etwas für euch. Ein Q&A. Ich muss jetzt nur noch eine Stelle suchen, wo ich ranfahre. Ich habe ja auf Instagram, wer mir noch nicht auf Instagram folgt, ne? Hier unten, Link ist in der Videobeschreibung. Ja moin, was geht? Der guckt mich an wie so ein Vogel. Ja, Link ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir, wenn ich sowas mal öfters mache, dann poste ich Bilder. Ja, ich poste da Bilder und... Obwohl, warte mal. Ja doch, ich poste da Bilder. Folgt mir auf Instagram. Ich muss gerade einen Spot suchen, wo ich mich hinstellen kann. Ich habe ja da auf Instagram ein Bild gepostet, wo ich gesagt habe, stellt mir mal Fragen. Aber irgendwie fehlt mir gerade dazu einen Spot, wo ich mich hinstellen kann. Ich fahre einfach mal und hoffe, dass ich irgendwie was finde, wo ich mich hinstellen kann. Irgendwas, was... Irgendeine Location. Finde ich da wohl irgendwas? Ja, ich glaube, ich finde hier was. Ich glaube, hier vorne kam gleich ein Edeka. Ich bin gerade in Bünde. Ich fahre nämlich gleich zu Kim, aber die ist gerade noch arbeiten, deswegen fahre ich gerade noch und dachte mir so, yo, wenn ich jetzt das... Ey, Autobahn! Wenn ich jetzt das Q&A machen, wann dann, ne? Ist klar. Ja. Ey, lasst mich auch mal übrigens wissen, das kann ich jetzt ja gerade fragen, wo ich sowieso auf dem Weg bin, dann optimiere ich meinen Arbeitsrhythmus, nein, Arbeitsrhythmus, was laber ich finden will, dann nutze ich die Zeit einfach effizient. Schaut euch das Video aber bitte zum Ende an, bevor ihr irgendwas dazu noch in die Kommentare schreibt. Habt ihr Bock, dass ich hieraus aus so einem Q&A so ein regelmäßigeres Format mache, dass ich das mal so, keine Ahnung, alle 2 Wochen mal so ein Q&A mache oder so, oder wie auch immer, oder einmal im Monat. Schreibt mal dazu eure Meinung dann, nachdem ihr das Video geschaut habt. Ihr habt in die Kommentare, ob ihr da mal Bock drauf hättet, dass ich das regelmäßig mache und wenn ja, wie oft soll ich das machen? So, Netto-Marken-Discount. Der Edeka-Parkplatz ist mir leider zu voll. Wo kann ich mich da hinstellen, ohne dass ich... Leute, belästige mit meinen Selbstgesprächen. Ich stelle mich einfach mal hier so hin. Alter, ich mache doch kein Product Placement für Netto. Was soll das denn jetzt? So. Ich bleibe einfach mal faul auf meinem Bike sitzen hier, ne? Ich muss nur gerade mein Telefon da rausholen. Die Leute denken dann, ich führe die Selbstgespräche des Todes. Das kennen die aber auch nicht anders, die Leute von mir, ne? Ich führe immer Selbstgespräche mit euch. Ihr seid meine imaginären Freunde. Ja, seid ihr das? Ich hoffe ja. Oder imaginäre Hater. Das kann natürlich auch sein, ne? Oh, warte mal, ich... ja, so, zack. Nicht, dass ich irgendwie eine Nachricht habe von irgendwem, was nicht sehen sollte, dass ich wieder Handy zensieren muss. Ich glaube, es müsste alles klappen. Ja, müsste alles gut sein, meine ich. Wo hatte ich denn das nochmal gepostet? Hier? Ja. Stellt Fragen für ein Q&A. Ja, Marco auf Instagram. Seht ihr? Ja, Marco mit 2 O's auf Instagram. 120 Kommentare. Sind doch crazy. So. Ich fange einfach mal ganz unten mit dem ersten Kommentar an. Muss ich ein bisschen scrollen. Oh. Warte, das war's? Okay, das war's. Okay, ich gehe die Fragen so durch, wie die gepostet wurden. Doppelte Fragen lasse ich aus. Ja. Sarah Silence fragt, als was arbeitest du bzw. zu was machst du eine Ausbildung? Das habe ich schon häufig gesagt, aber ja gut, es sind in letzter Zeit auch viele neue Leute dazugekommen, ne? An dieser Stelle. Willkommen in der Yamako Army. Ich arbeite als Anlagenmechaniker für Gasheizung. Mache ich eine Ausbildung. Nadine, es gibt eine neue Freundin. Man munkelt.
X-Simon fragt, wann darfst du offen fahren, Marco? Ich darf tatsächlich Ende September darf ich meinen A-Führerschein machen. Ich habe den Termin übrigens schon. Den Termin habe ich am 30. August, habe ich mir den Termin schon klar gemacht. Der Prüfungstermin, also ich mache quasi einen Monat bevor ich, also ungefähr einen Monat bevor ich offen fahren darf, weil ich wollte wir den unbedingt direkt dann haben, damit ich direkt offen fahren kann. Ja, ist ja verständlich. Engine Soldier fragt, welche ist die beste 125er? Engine Soldier. Ich weiß zwar nicht, was die Frage soll. Also das ist so eine richtige Klischee-Frage. Ich glaube, ich wollte mich einfach nur damit abpacken. Beste 125er ist natürlich schwer zu sagen. Das ist Ansichtssache. Also es gibt keine beste 125er. Wie alt bist du? Fragt The Fracky. Ich bin 20 Jahre alt. Dakota Alaskite fragt, wie bist du zum Motorradfahren gekommen? Ganz einfach. Ich habe, ich glaube, das war sogar mein drittes Video müsste es gewesen sein. Mein drittes Video war, glaube ich, da erkläre ich das, wie ich zum Motorradfahren gekommen bin. Also geht auf meinen Kanal, klickt dann die Videos, scrollt hier bis zum letzten Video und dann könnt ihr euch das angucken, wenn euch das interessiert. Gibt es noch Dinge, die du an deiner R1 verändern willst? Fragt Maya. Ja, wie ihr seht, ne, ich habe hier einen Hebel und da keinen Hebel. Ja, lange Geschichte. Beim Aufbocken ist mir die Maschine auf die rechte Seite gefallen. Die hat nicht einen Kratzer bekommen dadurch. Nur der Scheißhebel, der ist abgebrochen. Die ist nämlich in den Busch gefallen. Wie ist gelaufen? Also verändern will ich an meiner Maschine. Weil ich mir sowieso irgendwann eine andere holen möchte. Eine RN22 R1. Wird also im Moment, vielleicht ändert sich das ja noch, dass ich was anderes geiler finde dann. Also ich werde da nichts dran ändern, denke ich. Eventuell einen anderen Auspuff noch, falls das so klappt, wie ich denke. Aber das seht ihr dann ja, das bekommt ihr dann noch früh genug mit. Slacket Skills fragt, wieso hast du dich für eine Supersportler entschieden? Ich kann es ganz einfach. Ich habe mich für eine Supersportler entschieden, weil ich die von der Optik her am geilsten finde. Das ist ganz stumpf, aber von der Optik und vom Sound sind die einfach am geilsten. Meiner Meinung nach, ne? Meine Meinung. Anna LMKR fragt, wann hast du Geburtstag? Ich habe am Marco 20, weiß nicht, wann er Geburtstag hat. Nein, Spaß. Ich habe am 14.03. Geburtstag. 14.03.98 bin ich geboren. Kommst du für Nürnberg nach ein Abo-Treffen? Kann ich nicht sagen. Vielleicht irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Ich kann nichts versprechen. Wieso fährst du gerne mit Motorrädern? Fragt Sergeant. Ja, weil das geil ist. First Jonas fragt, Meinung zu Salami und Milchbrötchen. Also Salami und Milchbrötchen, das würde ich niemals essen, Alter, das klingt richtig widerlich. Ne. Nein, dazu müsst ihr wissen, das ist ein Insider. Jonas ist früher mit mir in eine Klasse gegangen und ich habe immer zur Schule mitgehabt Milchbrötchen mit Salami. Ja. Er fand das voll widerlich. Ich habe gesagt, ey, Salami mit Milchbrötchen schmeckt richtig geil. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal probiert oder seid ihr Team Salami oder Team Salami oder Team Nutella? Was gehört für euch auf ein Milchbrötchen drauf? Philipp Sepp Ottger fragt, hast du vor, mal nach Bremen zu kommen? Boah, keine Ahnung. Ich lasse die ganzen Fragen mit, hast du vor, da und dahin zu kommen? Lasse ich einfach mal raus. Hallo, da ist die Polizei da hinten beim Edeka. Lass ich einfach mal raus, weil ich finde das total. Ich kann nicht sagen, ob ich irgendwie vorhabe. Ich verspreche nichts. Wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es, aber ich verspreche nichts. Bist du schon mal Vollcross gefahren? Ja, nee, nur in normal, so Enduro, die TT, die ich über den Winter hatte, aber keine richtige Vollcross. Ah, Junge! Das war eine schlechte Idee. Darf ich das Video beenden? Nee, darfst du nicht. Angelina. Was für einen Auspuff hast du dran? Einen MIF. Keine Ahnung, der war schon auf der Maschine drauf. Ich weiß nicht, was das für ein MIF ist. Der ist laut. Das ist gut. Meinung zur WR 125
Fragt Justin. Ja, die WR bin ich einmal gefahren, die ist ganz cool. Ich bin die als Supermoto, ja, als Supermoto bin ich die gefahren. Die hat Spaß gemacht. Aber keine Ahnung, ich finde irgendwie fast jede Maschine macht Spaß. Ich mag Motorräder halt einfach. Ach, und Justin fragt auch noch, hattest du schon einen Unfall? Ja. Ja, aber keinen mit anderen Personen verwickelten. Ich hatte einmal in der Fahrschule, das war Nachtfahrt. Da hat es geregnet, da war Straßenverhältnisse kacke und meine Fahrschulmaschine, das war so ein richtig altes Shopper-Ding. Und die hatte halt kein ABS, die war 75er Baujahr oder so. 125er, zu der Fahrschule gehe ich auch nicht mehr, weil bin ich nicht mehr zufrieden gewesen mit der Fahrschule. Ja, da habe ich halt ein bisschen doller gebremst. Hinterradbremse blockiert und ja, Fahrschule halt, weißt nicht, was du machen sollst. Bin ich halt mit so, ich muss mit 50 km/h oder so, ist mir dann das Motorrad halt weggekippt. Auf der Geraden, muss man dazu sagen. Es war halt einfach nass und ich habe gebremst. Und es war einfach weg. Es war instant weggeflutscht. Das Motorrad war richtig scheiße, die Fahrschulmaschine, richtig scheiße. Ja. Und ansonsten bin ich einmal beim Abbiegen mit meiner 125er habe ich zu viel Gas gegeben bei kalten Reifen und das Motorrad einfach weg. Ja, aber ansonsten nicht. Luisa fragt, bist du mit Kim zusammen? Ja, Luisa, ich bin mit Kim zusammen. Oder nein, ich weiß es nicht. Kim, bin ich mit dir zusammen? Keine Ahnung. Ja, vielleicht, keine Ahnung, kann sein. Luisa, die Frage lasse ich aber mal raus von dir. Die sind richtig unnötig. Warum kommen keine Videos mehr mit Luisa? Tja, weil das eine arrogante Bitch ist. Beef! Ich hoffe, ihr habt den Sarkasmus, die Ironie, wie auch immer, habt ihr verstanden. Eva fragt, seit wann bist du schon mit Kim zusammen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. Allen Leuten ohne Kim, nee, ich sag dazu einfach mal nichts. Wann machst du mal ein Q&A? Jetzt in diesem Zeitpunkt Red Riding. Boah. Also ich glaube, die Kommentare, das ist schon richtig, richtig viel. Ich mache einfach nächstes Mal weiter beim nächsten wenn ihr das wollt, also wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ich vorhin euch gesagt habe schon. Ob ihr da mal öfters Bock drauf hättet, auf so ein Q&A und wenn ja, wie oft soll ich das machen? Ja, schreibt es mal in die Kommentare, damit ich das weiß. Dann mache ich beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn es mal kein richtiger Motovlog war, aber Q&As werden sich irgendwie oft gewünscht auch. Man muss ja auch seine Community eingehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motovlog, Leute. Tschüssi. Thank you.